nach Amokläufen, nach Terrorattacken und nach anderen menschengemachten Katastrophen wüsste man ja immer gerne sofort, wer, was, wo, wie, warum. Leider gibt es immer dieses Informationsvakuum. Es dauert immer, bis die Fakten vorliegen. Es sei denn, man denkt sich die Fakten aus. Und deswegen konnte Beatrix von Storch, die Chefermittlerin der AfD, den Fall Münster sofort klären. Die Islamerer waren's, ja? Die Muslime, die Merkel ins Land gelassen hat. Das hier hat Beatrix von Storch wenige Minuten nach dem Ereignis getwittert. Wir schaffen das. Und ein wütender Smiley. Elementar, mein lieber Watson. Merkel und ihre Flüchtlingspolitik sind schuld und der Mörder ist immer der Gärtner. Also, wenn er Moslem ist. Das musste natürlich sofort raus, ist klar. Da konnte sie auch keine Ermittlungen abwarten. Dann hat sie aber herausgestellt, ja, der Täter war ein deutscher Nicht-Moslem. Ein Jens, eine Kartoffel wie du und ich. Ja, was macht man da? Da hat Beatrix von Columbo, von Storch, natürlich sofort neu kombiniert und getwittert, der Islam ist schuld. Und zwar aus Gründen. Hier. Ein Nachahmer islamischen Terrors schlägt zu. Also es war eine Nachahmung islamischen Terrors. Und diese Argumentation zeigt nun wirklich, dass blaues Blut das Gehirn weniger mit Sauerstoff versorgt als notwendig. Ja, das ist nun wirklich der... Ja, natürlich, das ist ja, sind Betroffene im Publikum. Es scheint wirklich so zu sein. Das sagt sie doch. Verbrecher sind im Kern islamische Verbrecher, weil sie die Straftaten nachahmen. Also wenn ein Christ was klaut, ahmt er Alibaba und die 40 Räuber nach.